Dieter und Ine machen jetzt dann gemeinsam einen Hopserlauf in Arabesk. Hopserlauf in Arabesk geht fast genauso wie ein normaler Hopserlauf. Die Madita macht uns das mal vor, die Arme zur Seite. Und dann einfach Schritt. Hopp, Schritt, hopp, Schritt, hopp, Schritt, hopp. Denkt immer daran, dass hinten die Zehenspitzen streckt. Madita macht dann aber in die andere Richtung. Schritt, hopp, Schritt, hopp, Schritt, hopp, Schritt, hopp. So, dafür flechten wir jetzt wieder. Die rechte Hand in die rechte Hand. Die linke Hand in die linke Hand. Fuß nach vorne. Ich schalte mal die Musik ein.